Häppchen. Spiele ohne Gewehr. Danke! Danke! Nein, nicht! Vielen Dank, herzlich willkommen. Und wenn Ihnen heute Abend nach Spaß, Vergnügen und tollen Preisen ist, dann sollten wir nach der Show zusammen weggehen und gucken, ob wir irgendwas in der Richtung finden. Aber ganz im Ernst, wir haben Jubiläum. Fünfmal Donnerlippchen. Ich darf mit einem gewissen Stolz sagen, dass diese Fernsehshow am meisten für die Sicherheit auf unseren Straßen getan hat. Weil, jawohl, weil bei uns gibt es als Preise keine Autos. Gibt aber andere Preise. Und das erste Spiel heute Abend dreht sich um Wein. Es ist ja Zeit der Weinlese und der 86er Jahrgang wird ein ganz großer Jahrgang werden, das weiß ich. Und das Größte wird natürlich der Donnerlippchenwein werden, weil wir haben uns gedacht, wir stellen Wein her, wie ihn die alten Kelten schon gekeltert haben, indem sie mit bloßen Füßen die Trauben zu Tode stampften, dass sie mit einem letzten zu Mast wurden. Das machen wir heute hier auch. Und wir haben zwei Damen, die die Trauben stampfen werden. Ich darf Ihnen diese Donnerlippchen-Trauben einmal zeigen. Das hier ist der Donnerlippchen-Weißwein. Hier der Donnerlippchen-Rotwein. Zwei Damen werden Wein stampfen und zwei Herren werden den Most auffangen, um die Wette auffangen. Und jetzt sage ich Ihnen noch was, was die Herrschaften nicht wissen. Die Damen sind die Sekretärinnen der Herren, die den Most auffangen. Aber sie wissen voneinander nichts. Wir wissen das, sie wollen also bitte nichts verraten. Jetzt darf ich zunächst einmal die beiden Herren hereinbitten. Kommen Sie zu mir. So, guten Abend. Guten Abend. Sie sind beliebt, wie man sieht. Der Herr Webers, was tun Sie beruflich? Ja, ich bin Abteilungsleiter bei den Stadtwerken Düsseldorf. Darf man die Firma nennen oder soll ich sagen, ein großes Versorgungsunternehmen in Düsseldorf? Das haben Sie schön gesagt, das wollen wir dabei belassen. Gut. Wie stehen Sie persönlich zum Wein? Ja, als Altbiertrinker würde ich sagen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten trinke ich schon gerne ein Gläschen. Oh, so oft doch? Ja. Ja. Und der Herr Imdahl, was machen Sie? Ich bin Linksanwalt. Bitte was? Linksanwalt. Was ist das? Rechtsanwalt. Ah, ein Scherz. Ich hätte es wissen müssen. Wollen wir denn kurz eine Weinprobe machen? Gerne. Ja, okay. Hm. Hm. Ist gut. Gut. Sehr gut. Sie müssen ja noch arbeiten. So. Und zwar, Sie sollen ja Wein auffangen. Wer den meisten hat, hat gewonnen. Ganz einfach. Und dazu brauchen Sie Flaschen. Jetzt also bitte mal die Auffangflaschen herein. Moment. Dr. Klinker öffnet. Dankeschön, Doktor. Da scheint es große Flaschen, die Sie da haben, ne? Doktor, was ist das? Das ist doch Petra, unsere erste Assistentin. Hast du die Flaschen bei? Nein, die sind noch im Keller. Doktor, Sie sind nur wirklich das Dümmste. Und so lange sind Sie schon bei... Komm raus, Petra. Komm bitte raus. Sehr zückend. Schöner als jede Flasche sein kann. Raus mit der Kiste, Doktor, aber hurtig. Und jetzt wirklich die Flaschen, bitte. Das ist Andrea, unsere zweite Assistentin. Nehmen Sie die Flasche an, sie ist hier im
Vielen Dank. So. Okay, kommen Sie ein Stück zurück. Es ist ja relativ einfach. Hier sehen Sie Weinauffangstutzen, ja, aus denen Sie den Wein aber nicht auffangen. Sie machen das anders. Vorhang auf, bitte. Sie begeben sich unter die Fässer. Sie hier rein und Sie hier rein, bitte. Ja? Ja, da reinlegen. Es hat nämlich Löcher im Boden. Löcher hat es im Boden. Und da müssen Sie halt Ihren Trichter drunter halten. So. Und jetzt unsere beiden Damen. Ah. Wie stehen Sie zum Wein? Ach, zum Sekt ist besser. Zum Sekt besser? Ja. Ja, das ist ja ein Abfallprodukt von Wein, wie wir wissen. Aber kommt jetzt schon mal ein Tröpfchen über Ihre Zunge? Nein, gar nicht. Nie? Nee, nie. Dann sind Sie ja als Fachfrau prädestiniert für das Spiel. Wie ist es bei Ihnen? Ich mache lieber ein Glas alt. Ein Glas alt. Wunderbar. Das ist eine schöne Gelegenheit, um Sie an den Wein als solchen heranzuführen. Wenn Sie wissen, Sie sollen Wein stampfen, ne? Und hier kommt das dann raus und wer mehr im Eimerchen hat, der hat gewonnen, ne? Ist ja ganz einfach. Tja, wenn Sie dann jetzt mal die Treppchen hinaufsteigen und auf mein Kommando lassen Sie sich ins Fass fallen und trampeln wie um Ihr Leben. Achtung, fertig, halt! Erst muss ich doch die Stollen kontrollieren. Deinen anderen Fuß, so, jawohl. Ja, da sind Sie doch in ein Hundehäufchen getreten, ne? Kurz vor Schluss. Aber das Lebensmittelgesetz, ja, das ist sehr gut. Also, eine begrenzte Menge Zeit und dann kommen Sie wieder heraus. Ja, auf meinen Pfiff geht's hinein und Sie trampeln wie um Ihr Leben diesen Wein. Achtung, fertig! Hallo! Eieiei. Das war ein heißes Rennen. Vorsicht. Vorsichtig. Passen Sie auf, das Röckchen hängt. Jetzt wollen wir mal gucken, wer hat gewonnen. Nichts drin. Gucken Sie mal, was Sie gemacht haben. Da drin sind Ihre Schiff. Kommen Sie raus, meine Herren. Kommen Sie raus. Küssen Sie Ihre Sekretärinnen. Kommen Sie raus! Und hier kommt Ihr Preis! Die Weinkönigin Helga Braut 1986 aus Heilbronn. Schauen Sie mal, große Weinpokale für jeden. Und unsere Weinkönigin sitzt auf 11 Kisten Wein aus jedem Anbaugebiet Deutschlands. Jeder von Ihnen bekommt eine solche Kiste, macht 66 Flaschen besten Wein. Folgen Sie jetzt unserem Wagen. Ich danke Ihnen von Herzen. Der Applaus ist Ihrer. Sie waren großartig. Und jetzt suche ich einen Herrn, der tierlieb ist, der sich zutraut, mit Tieren umzugehen. Wo ist jemand? Sie? Gut. Dann komme ich mal zu Ihnen. Ich nehme mal einen Moment auf Ihnen Platz, ja? Das ist der Herr... Sie sind Engelmann, ja. Herr Dübken, haben Sie Tiere? Ja. Was? Goldhamster. Gut, das ist gut. Haben Sie schon mal mit Kaninchen zu tun gehabt? Ja, auch schon mal. Sie trauen sich also zu, ein Kaninchen anzufassen, es lieb zu gewinnen, es sich zum Freund zu machen? Ja, durchaus. Auch ein Kaninchen womöglich wiederzuerkennen unter vielen anderen Lebewesen? Doch, glaube ich doch. Ja? Sie haben Lust zu spielen? Ja, sicher. Dann sind Sie unser Mann, Herr Dübken. Ich darf Sie nach unten bitten. Fleißige Hände werden Sie in Empfang nehmen und in das Tiertrainerkostüm stecken. So. Gnädige Frau, darf ich mich mal
zu Ihnen setzen. Stellen Sie sich doch mal ganz kurz selber vor. Ich heiße Fliersbach, Ingrid Fliersbach. Ja, und Sie haben eine Eigenschaft, Sie stehen einem Chor vor. Genau, ich bin Chorleiterin. Chorleiterin, was ist das für ein Chor? Ein Frauenchor, normalerweise. Keine Männer? Doch, wir haben zeitweise, nehmen wir einige Männer dazu und singen gemischt. Aha, ein gemischter Frauenchor, wenn ich das recht verstanden habe. Frau Fliersbach, jetzt gelten Chorleiter als sehr starke Persönlichkeiten und der Chor folgt Ihnen durch dick und dünn, kann man das so sagen? Ja, möchte ich sagen. Mhm. Der Chor singt bis ans bittere Ende. Ja, und genau Sie haben ja unsere Herausforderung angenommen. Wir haben Sie gebeten zu beweisen, dass Sie als Chorleiterin so viel Einfluss auf Ihren Chor haben, dass in jeder misslichen Situation der Chor weiter singt. Diese Herausforderung haben Sie angenommen? Hab ich. Ja, und wir sollten den Zuschauern auch noch verraten, Sie haben mit uns zusammen Ihrem Chor gesagt, es handelt sich um Aufnahmen fürs ARD-Wunschkonzert. Ganz genau. Gut, dann gucken wir mal, was da passiert ist. Wir singen Ihnen, wenn alle Brünnlein fließen, im Satz von Silcher. Wenn alle Brünnlein fließen, so muss man trinken. Wenn ich mein Lieb nicht rufen darf, tu ich ihm winken. Wenn ich mein Lieb nicht rufen darf, ja, ja, nicht rufen darf, tu ich ihm winken. Ja, winken mit den Augen und treten mit dem Fuß. Sitzt eine in der Stube, die mein werden muss. Sitzt eine in der Stube, ja, in der Stube, die mein werden muss. Sie hat zwei gute Engelein, sind größer als der Wein. Ein solches Leben fehlt von nicht wohl unterm Sonnenschein. Ein solches Leben findet man nicht, ja, ja, findet man nicht wohl unterm Sonnenschein. Großartig! Und da sitzt unser Chor aus Hennef-Alner. Stehen Sie mal bitte auf. Und weil Sie so tapfer waren, bekommt jeder von Ihnen einen Donnerlittchen Regenschirm. Können Sie sich nachher bei uns abholen, einstweilen. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie. Und jetzt gehen wir zu unserem Kaninchentrainer, also Watership Down sozusagen. Vorhang auf, bitte. So, Herr Lübken. Ja. Wir haben Sie so angezogen, damit das Tier auch umgekehrt keine Angst hat. Und jetzt werden wir Ihnen Ihr Kaninchen zuführen. Das Kaninchen bitte, Andrea. So, das ist unser Markus. Dankeschön, Andrea. Ja, wie finden Sie ihn? Süß. Ja. Also wie gesagt, Ihre Aufgabe in den nächsten Minuten, Sie haben ja noch etwas Zeit vor dem eigentlichen Wettbewerb, wird sein, das Tier mit Ihren Händen vollständig kennenzulernen. Hier ein Überbeinchen zu ertasten, dort ein überstehendes Gliedchen, da eine Pustel, da eine Akne, dass Sie ihn halt unter vielen anderen Tieren herauskennen mit Ihren Händen. Trauen Sie sich das zu? Ja. Nur ja. Quetschen Sie das Ohr doch nicht so. Das ist ja. Ja. Herr Dübke, kann ich Sie jetzt mit Markus allein lassen? Ja, ich und Sie hoffen, lernen ihn kennen? Wenn keine Widerworte gibt? Nein, das glaube ich kaum. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wir sehen Sie bald wieder. Herr Dübke, ja, lernen Sie Markus kennen und umgekehrt. Vorhang wieder zu, bitte. Und wie in jeder Show haben wir auch heute wieder einen Prominenten gebeten, für uns in den Sack zu steigen. Wir zeigen Ihnen drei kleine Filmausschnitte. Sie hier im Studio können dann nach dem dritten erraten, wer es ist, schreiben das auf. Falls Sie es früher erraten, nicht rufen.
Weil nun ist das Spiel egalisiert. Sie zu Hause können auch mitraten. Hier kommt der erste Hinweis auf den prominenten Gast im Sack. Das gab's noch nie. Ein Sack auf dem Golfplatz. Dem müssen wir näher treten. Lieber Golfsack, was hast du eigentlich früher gemacht, bevor du in den Beruf eingestiegen bist, den du jetzt so überaus erfolgreich ausübst? Ich habe einiges ausprobiert. Unter anderem habe ich bei einer Zeitung gejobbt und eine wöchentliche Kolumne geschrieben. Ah, dann wolltest du Journalist werden. Nein, nein, nein. Geh mal zur Seite, dem hau ich jetzt ein. Mit Sack spiele ich viel besser. Mit Sack spielt er viel besser. Schwierige Sache. Aber Sie haben noch zwei Möglichkeiten, um es zu erraten. Und nun, meine Damen und Herren, brauche ich einen Herrn, der ein Auge für Frauen hat. Sie haben sich sofort gemeldet. Kommen Sie zu mir. Das wollen wir doch mal sehen. Das ist der Herr Nonn. Kommen Sie mit auf die Bühne. Herr Nonn, was lässt Sie denken, dass Sie ein Auge für Frauen haben? Ja. Gab es mal ein Erlebnis in Ihrer Vita? Nö, ich habe mich bis jetzt noch nie getäuscht. Ja, und wie geht das, was passiert? Sie sehen eine Frau, was denken Sie? Ja, wenn sie rot ist, finde ich das gut. Wenn sie rotes Haar hat? Ja. Das ist Ihr einziges Merkmal, an dem Sie alles andere festmachen. Was machen Sie, wenn sie blond ist? Dann gucke ich nicht hin. Ja, finden Sie das nicht ein bisschen einseitig, Herr Nonn? Nö. Nicht. gut, dann sind Sie prädestiniert für unser Spiel. Das ist ja ganz großartig. Schieben Sie mich bitte wieder auf die Stelle, wo ich stand. Dankeschön. Herr Nonn, ich zeige Ihnen jetzt unsere dritte Assistentin, Elke. Die ist zwar nicht rot, aber hier wird gegessen, wenn am Tisch kommt. Beobachten Sie sie ganz genau. Anschließend werde ich Ihnen... Ich darf Ihnen sagen, Elke war bei den Olympischen Spielen in Los Angeles die erfolgreichste deutsche Turnerin. Jetzt die Frage an Sie, Herr Nonn. Welche Augenfarbe hat sie? Grün. Grün? Ha! Blau! Blau wie ein Bergsee, Herr Nonn. Soll er noch eine Chance kriegen? Ja. Na ja, gut. Herr Nonn, es kommt jetzt ein Poster herein, das Sie sich einmal ansehen sollten. Ein Poster, ein Plakat mit einem Foto, was Sie vielleicht kennen könnten, Teil einer Werbekampagne, die in ganz Deutschland plakatiert wurde. Und darum wird unser Spiel gehen, das Gesicht... Tschüss, Petra. Das Gesicht können Sie jetzt nicht erkennen, aber ich zeige Ihnen jetzt drei Models, ja? Eine von den dreien ist das Mädchen, was für dieses Foto in Wirklichkeit Modell gestanden hat. Unsere drei Models, bitte. Herzlich willkommen, meine Damen. Und wenn Sie herauskriegen, welches von den drei Models das hier, was hier für gepostet ist, dann kriegen Sie einen super Preis. Jede der drei Damen hat einen Preis bei sich. Die richtige hat einen Riesenpreis. Die beiden anderen haben mehr oder weniger Nieten. Trauen Sie sich zu, das herauszufinden? Ich glaube doch. Ja? Ja. Ja, das ist überhaupt nicht Ihre Aufgabe, Herr Nonn. Weil Sie kriegen ja... Nein, nein. Sie kriegen ja... Ich lasse Sie doch nicht auf die drei wunderbaren Damen los, zumal keine rot ist. Ja, wie käme ich denn dazu? Drei Herren zeige ich Ihnen jetzt. Einer davon ist der Fotograf, der das Bild gemacht hat. Unsere drei Herren, bitte. Herzlich willkommen, meine Herren. Ihre Aufgabe besteht darin, den echten Fotografen herauszufinden. Die beiden anderen haben ganz andere Berufe, die mit Fotografie nichts zu tun haben. Natürlich wird der richtige Fotograf
Sie zum richtigen Model führen. Das ist klar. Und dann kriegen Sie den super Preis. Um Ihnen das zu erleichtern, werden Sie jetzt die Herren jeweils 10 Sekunden als Fotografen erleben. Die machen hier eine Fotosession mit den Damen. Und danach werden Sie vielleicht wissen, wer der richtige Fotograf ist. Auf geht's, meine Herren. Action! Anke, Piet, Marion, ganz locker, wunderbar, ganz toll, mehr Bein, wunderbar, drehen, etwas lockerer, ganz toll, wunderbar, ja, Haare zurück, Marion, Haare zurück, ganz toll, wunderbar. Okay, danke, der nächste Herr, bitte. Hallo, dann leg dich bitte hin, Bild weiter runter, zwang dich etwas mehr, noch nicht weiter. Nur die Mädchen angucken, Herr Neuer. Anke, bisschen nach vorne, mehr nach vorne, Anke. Danke, und der dritte Herr. Und auf, Mädels, los geht's, kommt, bewegt euch, Anke, schmeißt deine Haare zurück. Marion, beweg dich, zeig die Beine. Du hast einen schönen Schmollmund. Wunderbar, mach dir das sehr schön. Wunderbar. Danke. Okay. Vielen Dank. So. Schwere Sache. Schwere Sache. Wer ist der Fotograf? Auf geht's, Herr Non. Drei. Hä? Gehen Sie hin, zeigen Sie mir den Mann. Das ist Ihrer Ansicht nach der Fotograf. Okay, kommen Sie zu mir zurück. Und Sie treffen jetzt Ihre Wahl. Für den Fall, dass Sie nicht der Fotograf sind, müssen Sie auch raten. Gehen Sie zu den Damen hin, nehmen Sie mit ihnen Kontakt auf, telepathisch, und treffen Sie dann Ihre Wahl. Wer ist das Model auf diesem Poster? Sie wählen die mittlere Dame. Gut, dann gehen Sie wieder zurück. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass er es möglicherweise nicht sein könnte. Herr Nonn, was ist Ihr Beruf? Plakatkleber. Manfred, ich danke Ihnen herzlich. Wir sehen uns später. Jetzt darf ich mal die beiden anderen fragen, was Sie für ein Beruf sind. Was ist Ihr Beruf, Herbert? Frauenarzt. Frauenarzt. Ich danke auch Ihnen. Woher können Sie so gut fotografieren? Ich habe es im Urlaub gelernt, Jürgen. Auch mit Models? Nur mit Models. Nur mit Models. Wunderbar, vielen Dank. Wiedersehen, Jörg. Damit sind Sie der Fotograf. Ja, der übrig geblieben. Der Fotograf, der dieses Mädchen, eines von den dreien, für dieses Poster fotografiert hat. Richtig. Aber Sie werden uns jetzt noch nicht sagen, wer es war, denn er hat Sie ja nicht erraten. Jörg, danke schön fürs Mitmachen. Tschüss. Jetzt wollen wir zunächst einmal schauen, was Sie nicht gewonnen haben. Kommen Sie auch mal so rum, Herr Non. Der Herr Jahau. Als ob ich nicht schon genug schwitze. Die mittlere hat ihr Plakatierer ausgesucht. Sie haben also nicht gewonnen. Das drehen wir mal so rum, bitte. Nicht gewonnen. Eine Sofortbildkamera im Wert von 400 Mark und 10 Filme. Hätte Ihnen das eine Freude bereitet? Sagen Sie ja. 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 Das ist ein schöner Preis, aber es heißt ja noch nichts. Es kann ja, wir wissen ja noch nicht. Was haben wir hier? Eine Sofortbildkamera im Wert von 100 Mark und 10 Filme haben Sie auch nicht gewonnen. Also viel weniger. Auch nicht gewonnen. Jetzt gucken wir, was Sie gewonnen haben. Einen Videorekorder im Wert von 2000 Mark. Hey, Herr Mann. Eieieiei. Aber. Und das heißt natürlich, dass dieses, die Inhaberin des größten Preises, wenn Sie jetzt mal einen Moment zurücktreten, Herr Non, das Mädchen auf dem Poster war, wenn wir das jetzt mal vergleichen können. Herr Hauers! Okay. Vielen herzlichen Dank an alle drei Damen. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Bis nachher. Und Sie setzen sich wieder hin und genießen Ihren Preis. Herr Non, es war gut, Sie haben zwei gehabt. Prima. Obwohl er nur auf Rote steht. Und hier ist unser zweiter Hinweis auf unseren prominenten Gast im Sack. Sag mal, kommt das eigentlich häufig vor, dass Golfer samt ihren Bällen dort landen, wo gemeinhin sich nur Buntspecht und Eichhorn gute Nacht sagen? Du wirst lachen, das passiert manchmal sogar Superprofis. Aha, du wolltest also Profisportler werden. Bevor ich in die Bundesrepublik gekommen bin, wollte ich Profisportler werden. Im Golf? Nein, aber in einer anderen sehr britischen Sportart, im Cricket. Fahrradleichen hoch.
Ja, da hat er mich noch voll am Fuß erwischt, der Mann. Ich hoffe, Sie haben schon eine Ahnung, wer es sein könnte, aber sagen Sie jetzt bitte hier im Studio nichts. Wir erwarten jetzt Pfadfinder. Pfadfinder vom Deutschen Pfadfinderbund, Westmark, Horst, Brühl, Wölflinge vom Stamme der Sperber. Hier sind unsere Pfadfinder! Damit wir hier so ein Gefühl kriegen wie Rolf und seine Freunde, ja? Wir haben diese jungen Pfadfinderinnen und Pfadfinder zu einem Picknick eingeladen. Und was sie nicht wussten, ist, dass das Picknick nicht dort stattfindet, wo man normalerweise Pommes frites mit Ketchup und Milchshake und Cola und sowas verzehrt. Es war woanders. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Bitte. Experiment kann beginnen. Besiegt der Hunger die Fliehkraft. Unsere tapferen Pfadfinder sitzen. Hier ist die Kamera, die wird überwachen, ob ihr das aufesst. Wer es schafft, kriegt nachher was ganz Tolles. Klar? Okay, dann drücke ich euch die Daumen. Macht's gut. Was hast du dem da gesagt? Nichts, ich weiß es nicht mehr. Es ging alles so schnell. War es denn schön oder ist dir schlecht geworden? Ja, es war ganz lustig. Ganz lustig. Würdest du es normal machen? Ja. Schön. Ihr seid ja nur Pfadfinder. Habt ihr denn schon eure heutige gute Tat getan? Bis jetzt noch nicht. Aber jetzt. Kinder sind etwas Herrliches. Wir wollten diesen Kindern auch noch ein richtiges Picknick spendieren, aber das muss ich mir jetzt schwer überlegen. Hier kommt unser Hinweis, unser dritter Hinweis. Auf die Prominenten im Sack, meine Damen und Herren. Das Bällchen in den Bunker gefallen, wie wir unter uns Profis sagen. Wie willst du denn jetzt da drankommen? Na, mit meinem Sandwich. Ab geht's. Ach, so einfach ist Golf. Erstaunlich. Komm doch mal etwas zu mir. Jetzt mal im Ernst. Bist du denn nun Profisportler geworden oder was? Nein, ich will's mal so sagen. Wenn es Elvis nicht gegeben hätte, wäre ich vielleicht nie das geworden, was ich heute bin. Aha, dann bist du also Sänger geworden. Ja. Bist du denn mehr mit langsamen Titeln oder mit schnellen bekannt geworden? Ich bin mehr durch romantische, gefühlvolle Balladen bekannt geworden. Die du den Damen mitten ins Herz prügelst. So ist es. Jetzt hoffentlich das Bällchen hier aus der Sandkuhle heraus, was ich mir aber aus der Distanz betrachten werde. Mit Recht auch, das gibt einen Superschlag. Dieser Sack hat ja einen Abschlag am Körper, göttlich. Ja, der Sack hat einen göttlichen Abschlag. Er ist groß, blond, er ist Sänger und er singt langsame, romantische, gefühlvolle Balladen. Jetzt müssten Sie es wissen. Nehmen Sie Ihre Eintrittskarten, darauf gibt es einen Abschnitt, der als Einsendung vorgesehen ist. Schreiben Sie den Namen, von dem Sie denken, dass es ist, drauf. Jetzt kommen unsere zauberhaften Assistentinnen zu Ihnen und ich werde versuchen, ob wir für mich ein trockenes Hemd kriegen. Bis gleich. Und jetzt wollen wir natürlich mal schauen, was ist aus unserem Herrn Dübken und Markus geworden. Vorhang auf!
Herr Lübken, alles klar? Ja. Dann kommen Sie mit Markus zu mir, dann schreiten wir jetzt zur Tat. Das sieht ja, oh, der kuschelt sich hier schon an Sie, das ist eine Art Tat, das ist ja, oh, das ist ja entzückend. Das ist ja ganz entzückend. Sie haben ihn mit Ihren Händen kennengelernt, ne? Ja. Gut, dann packen wir ihn jetzt hier rein und dann suchen Sie ihn unter viele, da ist natürlich noch mehr drin, ne? Wie stehen Sie zu Iltissen? So, so, so lala. So lala, ja, ich kann es ja auch nicht ändern. Packen Sie Markus rein. Na, Moment. Bisschen einfacher machen wir es Ihnen. Wir tun Markus ein Bändchen um, damit Sie eine etwas bessere Chance haben, ihn zu finden. Ja, das Bändchen bitte. Da bin ich. Jo. Dankeschön, Elke. Tipp. So, das habe ich in meiner Jugend auch alles gekonnt. Aber lang, lang ist's her. So, an diesem Bändchen befindet sich ein kleines Trömmelchen, Herr Dübken. Und wenn Sie Markus dann wiederfinden, da ist auch der Preis drin, ja? Schön, ja. Und jetzt tun wir Markus rein. Machen Sie es selber oder soll Andrea es machen? Ja. Das ist ganz weich, das tut ihm nichts. So, und jetzt versuchen Sie Ihr Glück. Einfach rein und... Moment! Ein bisschen schwerer wollen wir es doch machen. Wir haben nämlich ein baugleiches Kaninchen aus derselben Serie wie Markus. Hier kommt es. Elke, bitte. Oh, das ist ja gemein. Ja, das... Setz es mal hier hin. Hat auch ein Bändchen um und sieht genauso aus. Tut's mal rein. Das ist dicker. Das ist nicht dicker. Das ist dicker. Und ja, dann haben Sie es ja leichter. Na ja. Ja, dann haben Sie es ja leichter. Und bevor Sie jetzt hineingehen, wollen wir es doch noch ein bisschen, ja, ein bisschen schwerer machen. Wo ist meine Binde? Ja, Herr Dübken, das wollen wir denn doch, ja, Ihnen die Augen verbinden. So. Damit Sie hier jetzt sich ganz auf ihr... Können Sie etwas sehen? Nein. Können Sie etwas hören? Ja. Nein. Gut. Also, drehen wir Sie jetzt herum. So, Herr Dübken. Und jetzt geht es aber los. Jetzt werden Sie mit der ganzen Sensibilität Ihrer Finger Markus aus diesem Haufen herausfinden. Ja, jetzt müssen Sie zu... Sie können mir doch hier nicht auf die Vorrichtung treten, Herr Lübcke. So, wo ist Markus? Ganz schnell, ein Huhn, zwei Gänse. Jetzt muss es sein, sonst können Sie keinen Preis gewinnen. Ja. Ja, nehmen Sie ihn. Nehmen Sie ihn. Ob er das ist? Ob er das ist? Da sind wir gespannt. Ja, das kleine Pustelchen, na, das sieht ganz gut aus eigentlich. Wollen wir schauen. Ja, da ist etwas drin. Sie haben gewonnen ein Kaninchenessen für 24 Personen. Oh nein, 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 ein Scherz, ein Scherz, ein Scherz, sage ich Ihnen. Herr Dübken, eine Woche Urlaub auf diesem Bauernhof, den wir Ihnen gleich zeigen, mit der ganzen Familie nach Ihrer Wahl. Das weiß ich nicht, was das heißt. Sie können eine Familie Ihrer Wahl mitnehmen. Da ist der Bauernhof. Eine Woche Urlaub. Ist das schön? Was? Ja, aber super. Das ist der Gutschein. Danke schön. Ja, was machen Sie denn jetzt mit Markus? Ja. Wollen Sie ihn behalten oder soll er wieder zu den anderen? Sollen wir zu den anderen tun? Er soll wieder zu den anderen. Dann laufen Sie schnell hinterher, dass Sie den Anschluss nicht verlieren. Wunderbar, die waren riesig. Gut. Und jetzt kommt unser prominenter Gast im Sack. Dankeschön, lieber Doktor. Wollen wir ihn enthüllen? Die Spannung steigt. Zu überbieten ist sie kaum. Noch und. Aber er war schon fallen lassen. Hey! Oh. Komm raus! Oh Mann, oh Mann. Howard Carpendale, grüß dich. Ja, genau. Komm mal zurück. Lass alles so, wie es ist. Das ist schön, dass du da bist.
Der hat mir einmal fallen lassen da hinten. Der hat dich fallen, das macht er immer. Das hätten wir dir vorher sagen sollen. Komm mal mit dem Tischchen herein wegen der Auflösung. Ich weiß, du hast dir einen unheimlich tollen Preis ausgedacht. Gesetzt den Fall, man hat dich überhaupt erraten. Hat ihn jemand erraten? Ja. Hat jemand gewusst? Ja. Okay, du nimmst wie immer die Auflösung selber vor. So. Wo geht's? Ich rein? Weiß hier? Auch nicht. Versuch mal. Nee, du musst hier nicht drauf drücken. Waldhauer. So, ich sage es. Yeah. Oh, das sind viele. Sehen, wenn man sagen oh, ist, ne? Das sind viele. Nehmen wir diese? Ja, wer ist es? Marion Schöneborn. Wo ist sie? Wo ist Marion? Stehen Sie mal auf! Howard, was hat sie gewonnen? Sie hat gewonnen eine... Hören Sie zu, Marion. Eine super Wochenende in Berlin, Flughotel für zwei Personen, Ehrengäste des Verkehrsamtes der Stadt Berlin im Jubiläumsjahr der 750-Jahr-Feier, mit persönlicher Betreuung, buntes Überraschungsprogramm und einem Besuch bei einer der bedeutendsten Golfturniers. Und das ist ein Turnier, die nennt sich der Howard Carpendale Cup. Nächstes Jahr in Berlin. Das ist ja gut. Ich weiß ganz genau, Sie wollen Howie jetzt singen hören. Stimmt's? Okay, mach ich. Hello again. Ich sage nur hello again. Du, ich möchte dich wiedersehen. Da, wo alles begann. Du singst sehr gut. Er singt sehr gut. Gut, ne? Sehr gut. Das singt gut. Weißt du, dass ich nächstes Jahr sogar im Ausland singen werde? Im Ausland? Ja. Du? Ja. Das finde ich sehr rücksichtsvoll von dir. Ja, hau ab. Tschüss. Es ist etwas passiert, mit dem niemand rechnen konnte. Wir haben einen Brief bekommen. Hilfe, lieber Jürgen, Hilfe, schreibt Brigitte Tege. Chaos, Desaster und Panik herrschen in meiner Küche. Mein Mann, dieser faule Schlunz, deckt mich mit Bergen von schmutzigem Geschirr ein und weigert sich, mir bei der Hausarbeit zu helfen. Ich ersticke in Arbeit. Das Ehepaar Tege haben wir eingeladen. Darf ich Sie mal zu mir bitten? Frau Tege, herzlich willkommen. Herr Tege. Ist das wahr? Das ist die nackte Tatsache. Sobald ich abends nach Hause komme oder in die Küche reinkomme, da stapelt sich das Geschirr bis zum geht nicht mehr. Ich kann mich bald nicht mehr durchfinden. Aber seiner Meinung nach, solange noch was im Schrank ist, holen wir einfach alles raus. Was soll's? Verstehe. Was sagen Sie dazu? Ja, ich finde das ganz gut so. Sie haben aus ideologischen Gründen nicht mal über so etwas wie Arbeitsteilung nachgedacht? Ich gehe auch 4 Stunden am Tag arbeiten. Oh, so lang doch. Ja. Mhm. Ja. Frau Tege, hätten Sie Ihren Mann gerne anders? Ja, im Prinzip schon. Hätten Sie etwas, Sie persönlich, etwas dagegen, wenn wir so ein kleines Umerziehungs-, will sagen, Rehabilitationsprogramm mit ihm durchziehen? Überhaupt nicht. Das kann ihm mit Sicherheit nicht schaden. Sie würden das mitmachen? Ja, aber nur hier. Ja, nur hier. Gut, dann bleiben Sie mal hier stehen, Frau Tege, passen Sie auf. Sie kriegen jetzt einen Ehrenplatz, einen Fernsehsessel. Da setzen Sie sich hin, ja, und gucken sich das alles unheimlich genüsslich an. Eigentlich sollten noch Chips dazu gereicht werden. Aber der Shampoos tut es ja auch. Ne? Ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt mit Ihrem Mann passiert. Ja, Herr Tege, es ist ganz einfach. Wir haben ein kleines Rennen für Sie vorbereitet. Und zwar ist die Aufgabenstellung, es ist Abend, Sie erwarten Besuch zum Essen. Sie haben die Aufgabe, die Ihre Frau sonst immer hat. Sie müssen sich anziehen, schön anziehen. Es sind hochgestellte Gäste, das werden Sie noch sehen. Und zwischendurch müssen Sie ein wenig Hausarbeit erledigen. Da ist die Wäsche in der Maschine, da ist die Putenkeule im Ofen, das Baby muss gewickelt werden, ja, all diese Sachen. Also, zunächst einmal ziehen Sie sich an, ja? Und immer wenn Sie diese Glocke hören, dann gehen Sie und erledigen eine von diesen Pflichten, die Ihre Frau tagtäglich erledigt. Ist ja nicht weiter schlimm. Ja. Dann kommen Sie zurück und ziehen sich weiter an. Und wenn Sie es geschafft haben, sich anzuziehen, um mit der Hausarbeit fertig zu sein, bevor diese Glocke ertönt,
Das ist die Haustürglocke. Dann haben Sie einen super Preis gewonnen. Alles klar? Alles klar. Ja? Naja, ich meine, Herr Tege, es geht hier wirklich um eine Dankeschön, Andrea. Damit das jetzt nicht ganz so, Finger weg, nicht ganz so einfach ist, haben wir gedacht, nehmen wir nicht Ihre Kleider, sondern die Ihrer Frau. Weil die hat ja nun mal schwerer anzuziehen, ja, damit Pullover und Hose, das ist ja alles ganz einfach. Sie ziehen immer das an, was ich Ihnen zureiche. Beginnt mit diesem Hüftgürtel, aber als erstes, wenn ich sage, Achtung, fertig, los, ziehen Sie sich mal aus. Das muss einfach sein, ja? Auf die Plätze, fertig, los! Nein, die Unterhose lassen Sie bitte an, aber Tempo jetzt, die Gäste kommen, ja? Oh, ja, 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 ja. Hey, ja, 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 ja. Hier ist der Hüftgürtel. Sehr schön, hinein, da die rum, hinein, 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 Herr Tege. Yeah! Sehr schön. Ein bisschen Herr der Ringe sind Sie auch, aber das macht nichts. Büstenhalter an. Das ist die Glocke. Zur Waschmaschine. Zur Waschmaschine. Die Wäsche rausnehmen. Herr Tege, schnell die Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. Hier ist Ihre Perücke. Und jetzt kommen die Strümpfe. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich versichere es Ihnen, machen sich keine Sorgen. Das andere Bein hält sich nicht mit Kleinigkeit auf. Jetzt zum Backofen! Zum Backofen! Der Backofen muss raus auf den wieder zurück! Ich helfe Ihnen! Ich helfe Ihnen! Jetzt das Kleid! Umdrehen! Oh, ah, das Baby! Das Baby muss gewickelt werden! Und da sind Ihre Gäste. Ja, wie sehen Sie denn aus? Kommen Sie mal hier rum. Herr Tege, Frau Tege, kommen Sie mal, kommen Sie mal. Herr Tege, was empfinden Sie in diesem Moment? Ich fühle mich unheimlich toll. Glauben Sie, dass es ihm irgendwas genützt hat? Ich denke schon, mit Sicherheit. Aber Sie haben wenigstens einen Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall, kann ich nicht anders sagen. Ja, schön. Gucken Sie mal, jetzt haben Sie ja, wenn Sie jetzt ganz angezogen gewesen wären, aber hinten, da klafft ja eigentlich, wenn ich das nochmal so zeigen darf, da liegt ja eigentlich alles im Argen, ne? Da haben Sie halt nur leider den halben Preis gewonnen, ja? Wir werden Ihnen das jetzt zeigen. Legen Sie bitte Ihren Kopf auf die Torte. Nein, machen Sie das nicht. Das war ein dummer Scherz. Vollstrecker, bitte. 1, 2, 3. Das ist ein freier Mitarbeiter. Der geht uns schon mal zur Hand. Und hier ist Ihr Preis. Kommen Sie mal um mich rum. Ich weiß, Sie essen gerne. Eine kulinarische Wochenendreise für 2 Personen auf Burg Windeck. Das sehen Sie jetzt dort hinten. Da werden Sie verwöhnt von einem 2-Sterne-Koch. Sie brauchen nichts tun, Sie brauchen nichts tun. Herr Tege, ich hoffe, Sie sehen die Hausfrauentätigkeit mit anderen, mit ehrfürchtigen Augen an. Sie waren großartig. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat zur Besserung beigetragen. Das war's, meine Damen und Herren, für heute. Hier sind unsere Mitarbeiter, Dr. Klinker Emden, unser Vollstrecker, unsere Assistentinnen und unser Baby, Ibrahim Eris. Und den können Sie im Holiday Park Herzloch besuchen, wo er mit 2 Geschwistern eine Zaubershow macht. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war's. Bis zum nächsten Mal.